Wir können endlich Tears of the Kingdom spielen. Zumindest bekommen wir einen geilen Vorgeschmack, denn diese Mod bringt die fliegenden Inseln aus Tears of the Kingdom in Breath of the Wild. Sie schweben richtig episch über dem Hyrule Field und können über einen Luftstrom erreicht werden. Hier auf den Inseln gibt es sogar 3 Ausrüstungsteile zu sammeln, und zwar die Rüstung aus den Tears of the Kingdom Trailern, die Link trägt. Was ich neben der Optik am geilsten an dieser Mod finde, ist, dass man alle Inseln ohne Rivalis Sturm erreichen kann. Also überall sind kleine Zwischeninseln oder Luftströme platziert, dass man sich hier total natürlich fortbewegen kann. Hier möchte ich euch übrigens zeigen, wie ich 3 Bockblins richtig krass zerstört habe. Das war mega geil. Und was auch richtig episch ist, dass ein Krog-Rätsel eingebaut wurde, welches aber keinen Krog erscheinen lässt, sondern eine Kiste. Also wirklich kleine Rätsel auf der Oberwelt. Voll geil. Ich freue mich richtig auf den Release von Tears of the Kingdom, weil dann kann ich ordentlich Videos und Streams dazu produzieren. Also abonniert gerne, denn ab Mitte Mai heißt es...